Er hat die tollste Frisur. Sascha Lobo hat über 112.000 Follower. Für viele ist er das Internet. In Talkshows, in der Politik, im Netz. Überall redet Deutschlands Alpha-Blogger mit. Und er schreibt in Büchern, in der Zeitung, in der Werbung und natürlich im Netz. Sascha Lobo, Berliner Blogger, rote Haare. Ich kann Sascha Lobo nicht mehr ausstellen. Es geht nicht mehr. Dieser Typ mit diesem etwas doch fragwürdigen Frisurstil schreibt ständig Sachen, die so gut sind, dass ich neidisch werde. Sascha Lobo ist, glaube ich, das Internet. Ja, der repräsentiert uns alle. Er hat also im Alter von 17,5 sich, glaube ich, gesagt, ich werde einmal eine rote Frisur haben, durch die Welt gehen und das Internet erklären. Er hatte dann lange Jahre das Problem, dass es das Internet noch nicht gab. Dass das quasi für ihn erfunden werden musste. Nee, Sascha ist, glaube ich, ganz wichtig, weil der den Drehpunkt zwischen der Blogger-Szene und der Außenwelt darstellt. Er ist einer der sicher auch kontroversesten Typen so in dieser Internet-People-Szene, wie er immer sagt. Jede Woche eine Kolumne zu schreiben ist schon hart, aber jede Woche eine richtig gute Kolumne zu schreiben ist richtig hart und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Sascha Lobo ist toll. Ja, also ich habe gestern mit ihm Kaffee getrunken. Sascha ist über die letzten Jahre ein guter Freund geworden. Sascha Lobo nennt man auch die Frisur. Rot. Frisur ist garantiert auch Haarmarketing. Ich glaube eigentlich, dass Sascha Lobo auch einen anderen Namen hat und irgendwie so eine fleischfarbene Kappe trägt. Also eigentlich habe ich immer Angst, dass irgendwann, so wie bei Phantom Mask, er sich so die Maske abnimmt und dahinter verbirgt sich eigentlich Ursula von der Leyen.